So, wir fangen die Mission King of the Hill an. Wir müssen, warum auch immer die jetzt nicht angenommen hat. King of the Hill. Dann starten. Genau, wir müssen auf die Südspitze und auf die Nordspitze. Das Ganze machen wir mit unserem Scout. Zu Querfeld einzufahren, aber lassen wir das mal. Das müssen wir dann eh noch. Da habe ich eine andere Dings gefunden, um das machen. Da war das immer sehr brav durch auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir auch so ganz normal durch mal. Ich habe mich da jetzt aber verfahren, oder? Etwas. Aber wir nehmen gleich den direkten Weg da bergauf, bevor wir da. Was haben wir da? Kippgefahr? Haben wir so verfahren, oder? War das schon längst abbiegen? Tschasse. So. Ja. Das heißt, was machen wir jetzt? Wir könnten dann auf der Aufgabe eigentlich umschwenken. Das heißt, geht sich halt gar nicht mehr aus. Ich das verstanden nicht.
Okay. Das heißt, das Missionen meinst du jetzt? Ja, Aufgaben halt. Auch mit die Portale das schon, oder schauen wir mal, dass wir hier alles machen? Ja, Portale sind ja die Aufgaben. Ah, okay. Das ist ja alles ein Gebiet quasi. Siegel, Holzplanken, Kraftstoff habe ich da zum Beispiel. Lieferung das Notwendigste. Bitte nicht kippen, bitte nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen, nicht kippen. Holzplanken, was ist noch da? Eine Betonplatte und zwei Ersatzteile. Bist du dabei? Okay, da habe ich aber keine Freigabe. Okay, das darf ich nicht machen, da habe ich keine Freigabe. Wahrscheinlich muss ich wieder aktivieren, so wie beim letzten Mal. Ah, okay. Scheiße. Ich glaube, das war's jetzt. Das war dumm. Ja, die musst du alle freischalten. Sonst kann ich nichts machen. Ja, bin wieder da. Bin wieder da. Gut, dann bewege ich mich auch mal. Bam! Oh. Das war der Motor. Bergen. Bam. Wenn ich da jetzt halbwegs auf Geraden stehe gleich, bam, sagst du mal, was du willst. Was für eine Aufgabe ich möchte. Ja. Ach, da ist das, die Mission einfacher wird. So. Sag an. Materialbestellung, bitte. Das ist ASCII Forwarding. Gut. Habe ich. Danke. Achso, das ist Missventalsperre, ist der Steinbruch und Haus. Okay, Haus des Priesters ist auch. Was mich jetzt irritiert ist, war, warum ich verschwunden bin. Also, warum ich da drei Sachen habe. Bist du da was? Das Ganze jetzt noch einmal. So, anderen Seite. Gut, bei der Farm werde ich wahrscheinlich die Essenslieferung machen. Ha? Was ist da nieder? Nix. Stahlträgeranhänger steht noch dort, den könnte ich ehrlich gleich mitnehmen und schauen, ob ich den verwenden kann. Oder glaubst du, muss man die extra aufladen? Glaube ich nicht. Die Mission funktioniert. Glaube ich nicht. Weil wir haben gelernt, wenn es funktioniert, dann funktioniert sie. Stimmt. Das war's jetzt. Oder auch nicht. Bist du da? Also bis jetzt?
muss ich sagen, was ich mich aus für Lagen jetzt mit dem jetzt schon befreit habe, oder das ist jetzt schon legendär. Okay, na dann war es bei dir auch ein guter Kauf. Hoppala. Warte mal, ich brauche da mehr. So. Okay, da muss ich zweimal fahren. Ich schau dann auch gleich. Ich brauche zwei Betonplatten, zwei Verbrauchsbrüter und einmal Stahlträger. Es geht sich um eine Fracht nicht aus. Lieferung zum Steinbruch. Viel Spaß. Kannst du mir dann berichten, wie es war? So, ich habe auch gleich die Mission noch fertig. Hoppala. Winde sollte man lösen, wenn man wo wegfährt. Handbremse meinst du, oder wie? Winde. Ah, die Winde. So, dann geht's auf für den nächsten Berg. Danach habe ich einen Bizeps. Wird er genauso anstrengend wie die andere Seite. So, dann tun wir uns auch mal bergen. Dann schauen wir uns mal die Missionen an. Okay, den dort abholen und dorthin bringen. Sattel hoch erforderlich. Das muss ich umbauen. Individualisieren. Sag wegen LS, was meinst du damit? Das wird mühsam. Müssen wir uns da jetzt anfangen, jeden Mod rausnehmen und schauen, ob es dann mit dem geht? Ja, so, so in etwa, ja. Dann müssen wir mal einen Tag warten. Ich würde jetzt einmal schauen, was für Mods haben wir zuletzt gekauft. Mhm. Und von denen die letzten 5 oder so mal nehmen und abwarten. Naja, Probleme habe ich gehabt seit die Traktor-Deal-Mods drauf kommen sind. Ja gut, aber das haben wir schon probiert. Also ach so. Glaube ich halt jetzt. Und wenn, dann nehme ich halt die 3 Traktoren wieder runter. Und dann mal schauen, welche das waren. So. Bist du depp, oder ist das für ein Ding? Boah. Oh, Alter. Hm? Na, ein riesen Anhänger, Alter. Also ich brauche nicht die Sattelkupplung drauf.
Ja, Leute, das ist ein schweres Ding. Ich habe mehr davon. Was ein bisschen schade ist, dass du hier nirgends noch mehr Gegenverkehr und so hast. Kann er gerne entgegenkommen. Ist doch keine Freude haben. Ich bin bei der Stadt. Ich muss es zur Fabrik abliefern. Wann muss ich zur Fabrik Ziegel und Stahlträger? Soll ich dann auch Anhänger nehmen? Ich muss mir in die Betonplatten dann nochmal zugefahren. Ich meine, vor der Tankstelle sollte man nicht so reinharzen in den Fluss. Ja, das tut weh. Kann ein bisschen Schaden verursachen. Ja, das tut weh. Boah. Noch mal immer gegen die Tankstelle fahrt. So, das war sogar eine kleine Abkürzung. Egal, wir sind da Offroad wagt, das wird schon gehen, oder? Schau sich mir gar nicht mit dem Anhänger. Hab's explodiert, dass man nicht gegen einen Tank fahrt? Kannst du es mir dann sagen? Du wirst das auf der Karte hören, wenn. Nee, ich glaube, man nur Schaden. Wow. Geht's aus? Alter. Ja? Die Fracht liegt. Der Anhänger steht auf der Fracht, Alter. Der Anhänger steht auf der Fracht? Ja. Was ist das? Na gar nichts. Ich bin hingefahren, der war schon so. Wow, das ist ein fetter Anhänger. Da werde ich dann neue aufladen müssen, schätze ich mal. Wüsteppert! Warte, wie ist denn das passiert? Das ist irgendwie fest. Fest gemacht untereinander. Ich kann den Anhänger nicht mehr nehmen. Oh nein, brauchen wir einen Kran. Das glaube ich, mit einem Kran wirst du auch nichts machen können. Dann kann ich nur stehen lassen und einen anderen Anhänger holen.
Na gut, dann werden wir mal einen Priester befriedigen. Wenn zurück kann, muss ich sowieso. Und dann hole ich den Rest. Du musst den Priester befriedigen, hast du gerade gesagt? Okay, das kam jetzt falsch rüber. Könntest du uns das näher erklären? Naja, gib mir ein paar Snickers. Wenn ich die Beichte beim Ablieg. Steichel den Kopf, sagt braver Bur. Das ist ehrlich, mein Anhänger jetzt. Aber ich glaube, den haben wir nicht mitgenommen. Noch. Was haben wir da? Getriebe drauf. Sehr schön. Haben wir noch genügend Anhänger dann bei uns stehen? Zwei warum? Was? Weil ich dann einen brauchen würde. Das ist der Shitplung. So, wir verlassen erstmalig das Tal. Geil, da ist ja nichts aufdeckt. Sehe ich gerade. Klingt logisch. Klingt logisch.
So, wir sind hier das erste Mal dabei, was mit Kran aufzuladen. Was ist denn das für ein Geisterhauspriester? Ein Hirnpunkt in der Gegend. So,